Schauen wir uns nun folgende Aufgabe an. Wir haben ein Polynom p gegeben, welches vom geraden Grad ist, sprich der größte Exponent hier ist gerade. Außerdem soll der Vorfaktor vom größten Monom größer sein als 0. Und wir sollen nun beweisen, dass unter diesen Voraussetzungen das Bild der Polynomfunktion, sprich die Menge aller Funktionswerte, die angenommen werden, von einer bis runden Form ist, nämlich das ist das Intervall von y-min bis unendlich, wobei y-min mit eingeschlossen ist. Und dabei ist y-min eine besondere reelle Zahl. Wenn wir die Aufgabe beweisen wollen, können wir folgendermaßen vorgehen. Zunächst einmal fällt uns ein, dass wir hier den Satz vom Minimum Maximum verwenden könnten. Nun ist es aber so, dass der Definitionsbereich von p selbst unbeschränkt ist, ganz eher. Sprich, wir müssen jetzt einen Trick anwenden, wie wir diesen Definitionsbereich irgendwie einschränken können, um dann den Satz vom Minimum und vom Maximum zu verwenden. Also, schauen wir uns die Lösung an. Wenn wir das Polynom p gegeben haben, dann können wir zunächst erstmal sagen, dass das Polynom p, wie jede Polynomfunktion auch, stetig ist. Also p ist stetig als Komposition stetiger Funktionen. So, nun können wir zeigen, dass sowohl der Limes für x gegen unendlich als auch der Limes für x gegen minus unendlich von p von x gleich unendlich ist. Das funktioniert folgendermaßen. Schreiben wir mal hin. Es ist Limes x geht gegen plus oder minus unendlich von p von x. Das ist dasselbe wie Limes x geht gegen plus oder minus unendlich. Und machen wir es so, dass wir x hoch n, das heißt das Monom mit dem größten Exponenten, ausklammern. Die Klammer haben wir dann an plus an minus 1, x hoch minus 1 plus an minus 2, x hoch minus 2 plus und so weiter. Das geht dann bis an 0, x hoch minus n. Wenn wir uns hier diesen Grenzwert anschauen, dann geht x hoch n gegen unendlich. Diese Summe, hier fallen all die anderen Summanden weg, weil wir durch x teilen oder durch eine Potenz von x teilen, besser gesagt. Es bleibt nur noch der erste Summand übrig, das heißt, dieser Grenzwert hier geht gegen an. Und an ist positiv, sprich dieser Faktor geht gegen eine positive Zahl. Und wenn wir ein Produkt haben, von dem ein Faktor gegen unendlich geht und der andere Faktor gegen eine positive Zahl geht, dann geht das Produkt insgesamt gegen unendlich. Also ist der Grenzwert für x gegen plus oder minus unendlich von dem Polynom stets unendlich. Wohlgemerkt, n ist eine gerade Zahl. Das heißt, wenn ich x hoch einer geraden Zahl habe und ich den Grenzwert für x gegen minus unendlich betrachte, dann geht es auch immer noch gegen unendlich. So, und nun schauen wir uns mal an, wie wir weiter argumentieren können. Und wir machen das einfach mal visuell. Wir zeichnen uns eine Polynomfunktion ein. Diese könnte zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Das wäre eine solche Polynomfunktion, welche vom vierten Grad wäre. Und wir machen das nun so, um den Satz vom Maximum und Minimum zu betrachten. Wir nehmen uns einfach mal einen Funktionswert raus.
Und wir betrachten hier den Funktionswert p von 0. Der würde dann hier liegen. Wir wissen, dass der Limes für x gegen plus unendlich von p von x gleich unendlich ist. Das heißt, wenn x gegen plus unendlich geht, dann geht die Funktion, also für den Grenzwert x gegen unendlich, geht g von x auch gegen unendlich. Das heißt, irgendwann mal muss unsere Funktion echt größer sein als p von 0. Also sprich, wir können irgendeine Zahl finden, s. Diese Zahl s würde hier irgendwie liegen, zum Beispiel hier. Finden wir eine Zahl s, sodass in diesem Bereich die Funktion immer größer ist als p0. Zeichnen wir uns mal ein, wo p0 ungefähr liegt. Das wäre jetzt hier ungefähr diese Höhe. Also wir sehen, dass in diesem Bereich hier unsere Funktion immer p von x immer größer ist als p von 0. Analog können wir zeigen, dass es auch ein klein s gibt, sodass die Polynomfunktion immer größer ist als p von 0 für alle Argumente x, die kleiner sind als s. Das heißt, wenn ich den Grenzwert betrachte für x gegen minus unendlich, dann geht meine Polynomfunktion gegen unendlich. Das heißt, irgendwann mal muss sie diese Grenze p von 0 überschritten haben und wird sie darauf nicht mehr unterschreiten. Und so finden wir die Zahl klein s, die eine solche Zahl klein s wäre beispielsweise hier. Und auch hier können wir sagen, dass auf der linken Seite p von x größer ist als p von 0. Nun machen wir es so, dass wir uns die Funktion im Intervall klein s bis groß s betrachten. Schreibe ich das hier mal noch ordentlich, dass man es besser sieht. Das heißt, wir betrachten jetzt diese Funktion in diesem Intervall hier. Dies ist ein abgeschlossenes und beschränktes Intervall. Darauf ist unsere Polynomfunktion stetig. Sprich, wir können den Satz vom Maximum und vom Minimum anwenden. Wenn wir das machen, dann erhalten wir ein Minimum. Das wäre in diesem Fall hier. Das heißt, wir finden eine Zahl, x Tilde, sodass x min gleich p von x Tilde das Minimum der Funktion im Intervall s bis s Tilde ist. Nun ist es ja so, dass p von 0 auch ein Funktionswert in diesem Intervall ist. Das heißt, y min muss kleiner sein als p von 0. Y min ist kleiner gleich als p von 0. Nun sind alle Funktionswerte, die über s hinausgehen, beziehungsweise die links neben klein s liegen, gilt für all diese Funktionswerte, dass sie größer sind als p von 0. Sprich, dieses y min ist auch global betrachtet ein Minimum der Polynomfunktion. Und damit haben wir erstmal bewiesen, dass unser Polynom ein globales Minimum besitzt und dieses Minimum wird auch als Funktionswert angenommen. In dem letzten Schritt müssen wir nun den Zwischenwertsatz anwenden. Der Zwischenwertsatz lautet, dass bei einer stetigen Funktion, die auf einem abgeschlossenen Intervall definiert ist, dass diese Funktion alle Zwischenwerte zwischen allen Werten annimmt. Sprich, wenn der Definitionsbereich zusammenhängend ist, dann ist auch das Bild zusammenhängt. Also, wir können nun sagen,
Wir haben ein globales Minimum, y min. Wir wissen, dass der Grenzwert, wenn zum Beispiel x gegen positiv unendlich geht, dass der Grenzwert der Funktionswerte auch gleich unendlich ist. Und aus dem Zwischenwertsatz können wir nun folgern, dass alle Werte, die größer sind als y min, irgendwann einmal angenommen werden durch die Funktion. Das können wir so argumentieren. Nehmen wir irgendeinen Funktionswert, der dazwischen liegt, war ja der Grenzwert von p von x für x gegen unendlich unendlich ist, gibt es mindestens einen Funktionswert, der angenommen wird, der größer ist. Da aber auch alle Zwischenwerte zwischen y min und diesem größeren Grenzwert angenommen werden, muss auch des Funktionswert angenommen werden, den wir ursprünglich hatten. Also können wir daraus folgern, insgesamt, dass das Bild von R gleich das Intervall ist, y min bis unendlich.